Hi, schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Kaffee muss sein morgens. Ja, der Kevin, der postet ja gerne schon mal auf Instagram seine Künste. Da muss ich sagen, da bin ich auch weit weg. Also der macht das viel besser als ich. Also bei mir gibt es auch immer nur Kaffee Americano. Alles andere so, ja, Cappuccino oder so gibt es bei uns nicht. Ist einfach nicht im Sortiment bei uns. Hier, bitteschön. Ja, Kaffee muss morgens schon sein, weil es einfach so, ja, das pusht dich nochmal, gerade wenn du vielleicht einen langen Schlaf hattest, dass du da ja, einfach wach wirst und ja, wir trinken gerne Kaffee zusammen. Ja, mir gefällt Frankfurt sehr gut, wir fühlen uns hier sehr wohl und Frankfurt ist nicht so groß, von daher kann man auch viel fußläufig alles hier erledigen und wir haben mit unserem Hund auch direkt eine Möglichkeit, wo wir im Park spazieren gehen können und das ist für uns sehr wichtig. Wenn wir mal so einen Tag frei haben, normalerweise frühstücken wir zusammen, gehen dann mit dem Hund raus spazieren, entweder in dem Park oder wir fahren in den Wald. Kommt immer drauf an, wie das Wetter ist. Oft ist es auch so, dass wir auf der Couch einfach abends mal liegen und ja, einen Film zusammen gucken, um ja, einfach den ganzen Tag ruhig und entspannt zu genießen. Ja, so sieht der Tag eigentlich aus. Ja, ich kriege heute Besuch vom Felix Liedwald. Der kommt hier nach Frankfurt, weil ich glaube, er hat noch ein paar Sachen hier in seinem alten Haus. Und ja, und meine Frau versteht sich mit seiner Frau noch sehr gut und deshalb freuen wir uns, wenn sie heute zu Besuch kommt. Nee, jetzt zeige ich euch mal mein Zockerzimmer. Kommt mal mit. Da, Tempo. Tempo 80. Und Physis. Ne? Ja. das ist 1:0. Philipp Kostic. Guter Laufweg, André, aber hat kein Tempo. Danny da Costa kriegt eine gelbe Karte. Das kommt auch selten vor. Kommt Dominik Kur. Also ich ärgere mich kurz, wenn ich mal verliere. Das kommt es öfter vor, aber schnell. Ich habe auch noch nie einen Controller kaputt gemacht. Den Jubel will ich mal von ihm sehen. Mit dem Ergebnis kann ich leben. Also wenn wir die Welt bereisen, dann machen wir immer so Pins hin, um zu sehen, wo wir schon überall waren, weil wir möchten gern ja, das einfach dokumentieren. Blau steht für mich, rot steht für uns beide und gelb steht für meine Frau. Und man sieht ja, dass wir da, ja, glaube ich, noch einiges vor uns haben und noch einiges sehen können. Gerade in Amerika möchten wir noch viel, viel mehr sehen, aber auch Afrika oder Südamerika möchten wir auch noch besuchen oder bereisen, sage ich mal. Ja. Uns gefällt es am besten in Denver, Colorado, weil meine Frau hat da mal ein Au-pair-Jahr gemacht und ja, wir fahren eigentlich oder fliegen eigentlich gefühlt jedes Jahr dorthin, ja, weil es immer wieder schön ist, mal von ja, den Einheimischen, sage ich mal, kriegt man immer nicht das normale Touri-Programm aufgeschwätzt, sondern man unternimmt mit den Sachen, wo denen da gefallen. Und von daher ist das immer schön, sowas dann zu sehen. Und ja, das ist auch gut für unsere Englischkenntnisse, dass wir die da ja, auftrainieren können. Das Aufregendste war Las Vegas mit den Jungs. Ja, das war schon eine Reise wert. Und kann ich nur jedem Jungen empfehlen, mal dorthin zu fliegen. Ja, so, ihr habt jetzt meine Wohnung und ja, was ich hier so mache, gesehen. Ja, der Hund ist schon ganz nervös. Wir müssen jetzt auch mal mit ihm rausgehen. Wir fahren deshalb jetzt in den Wald und gehen eine Runde spazieren. Ja, gehen wir jetzt spazieren? Ja. Abby. Slow-mo. Also die Abby ist eine ganz liebe,
Ja, ist einfach, wie sagt man mal, Herz von Hund. Also wir sind sehr froh, dass wir sie haben. Wie bin ich zum Fußball gekommen? Ist, glaube ich, einfach so, dass mein Papa hat früher in der Bundesliga gespielt. Mein Opa war früher bei Eintracht Trier aktiv gewesen. Von daher war es, glaube ich, auch ein bisschen in die Wiege gelegt, dass ich mit Fußball auch anfange. Meine Schwester ist ja auch sehr erfolgreich dadurch, dass sie beim 1. FC Köln aktuell in der 2. Liga spielt. Letztes Jahr haben sie noch in der 1. Liga gespielt. Von daher, ich bin von TuS Issel schon mit 15 Jahren dann nach Leverkusen in die Jugend gewechselt. War damals kein leichter Schritt, weil meine Familie ist in Trier geblieben und ich bin zu einer Gastfamilie gezogen, weil Leverkusen bietet nur Gastfamilien an, nicht wie bei anderen Bundesliga-Vereinen, die ein Internat anbieten. Ich war froh, dass ich damals mit 15 in eine Gastfamilie gezogen bin, weil man einfach dieses Familiäre trotzdem weiter hat und immer Ansprechpartner hat. Und ich bin damals mit Marian Saar zu einer Familie gezogen. Und für uns beide war das halt ein großer Schritt von zu Hause weg. Und wenn ich das so alles nochmal zurückblicke, habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht und würde es auch nochmal so machen. Ja, es ist meistens sogar nach dem Spiel ist mein Papa der erste Anrufer, den ich anrufe, um einfach kurz über das Spiel zu sprechen, weil er doch immer gute Tipps auf Lager hat. Und ist immer gut zu wissen, weil gerade bei der Situation vorm Tor kann er mir auf jeden Fall noch die einen oder anderen Tipps geben. Er hatte damals auch bei uns den DFB-Stützpunkt geleitet. War da mein richtiger Trainer gewesen, aber war auch immer bei den Jugendvereinen, war er immer als Co-Trainer so dabei gewesen. Und ja, er war eigentlich bei jedem Spiel dabei gewesen. Und ich glaube, wenn er dann nicht beim Training da war, haben wir einfach nach dem Spiel dann auch schon früh immer über das Spiel gesprochen und hat mir auch da schon die Tipps gegeben. Ja, ich habe von ihm, haben wir zu Hause eine CD, wo die Tore und die besten Szenen von ihm draufgeschnitten worden sind. Und die haben wir von klein auf eigentlich klein auf immer gesehen. Und die liegt immer noch zu Hause. Vielleicht werde ich die demnächst mir nochmal angucken, um einfach auch erfolgreich vor dem Tor zu sein. Ja, wie bin ich zum Mittelfeldspieler geworden? Ich bin damals, ich habe damals in der Jugend angefangen als Stürmer. Da war ich auch noch sehr erfolgreich gewesen mit den Toren. Bin sogar als Zehner nach Leverkusen gewechselt in die Jugend. Da haben wir aber schnell festgestellt, dass ich sogar eher die Stärken auf einer anderen Position habe, also eher in der Defensive. Und dadurch bin ich bei einem, C-Jugend-Spiel in Leverkusen auf die Sechserposition gestellt worden. Und das war sehr erfolgreich. Und seitdem bin ich im Mittelfeld eigentlich heimisch. Die springt immer so komisch. So, wir sind jetzt fertig mit unserer Runde. Der Hund ist auch fertig. Und wir möchten uns jetzt einmal bei euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß gehabt und habt noch einen schönen Tag.